Ein Trainer stehe immer unter Druck und darum sei das Spiel heute nichts Spezielles. Ulle Forte wirkt vor der Partie gelassen, die Fans werden gegrüßt, der gegnerische Trainer genauso. Business as usual könnte man meinen, doch der Eindruck täuscht. Nach 3 Meisterschaftsniederlagen in Serie muss Ibe gegen Sion etwas Zählbares liefern. Freistoß in der 5. Minute. Und das frühe 1:0 ist Tatsache, Balsam für das Berner Gemüt. Milan Gajic ist der Torschütze. Sion-Torhüter Steven Deana sieht bei diesem Gegentreffer unglücklich aus. Deana wird in der Torwartecke düpiert. Aber was für eine Erleichterung bei Ulle Forte. Ein perfekter Start für die Young Boys. Mit einer Führung im Rücken lässt es sich definitiv leichter spielen. Doch aufgepasst, der Gast aus den Wallis liefert eine Antwort. Vidosic, Konaté, 1:1, unglaublich, die IB Berg- und Talfahrt geht auch heute weiter. Exakt 20 Sekunden nach dem 1:0 fällt auch schon der Ausgleich. Bei den Young Boys läuft im Moment eben nichts im normalen Rahmen. Die Sittener bestimmen in der Folge das Geschehen auf dem Platz. Carlitos ist ein starker Antreiber. Immer wieder bringt der Portugiese seine Teamkollegen in Position. Konaté noch entscheidend gestört. Aber jetzt spürt man, dass beim Heimteam Selbstvertrauen Mangelware ist. Sion powert, bekommt viele Freiräume. Die Walliser spielen mutig. Lassen im Abschluss aber noch die nötige Entschlossenheit vermissen. Bei Ulle Forte macht sich nun doch Hektik bemerkbar. Kein Wunder. Sein Team bekundet große Probleme. Im Zentrum ist Ibe zu wenig präsent. Über die Flügel sind die Berner anfällig. Sion ist besser. Rüfli, dann Ndoi. Oh, ganz schwach. Wer so frei zum Kopfball ansetzen kann, der muss reüssieren. Gajic hat Ndoi aus den Augen verloren. Glück für Gelb-Schwarz. Was haben die Young Boys vor dem Pausenpfiff noch zu bieten? Ein Vorstoß von Steffen. Es bleibt beim Unentschieden zur Pause. Ein engagiert geführtes Spiel. Und Ulle Forte kann nicht happy sein. Seine Mannschaft ist mit dem Resultat bisher eher gut bedient. Weil die Gäste auch nach dem Seitenwechsel dominant bleiben, reagiert Ibe mit einem Doppelwechsel. Achfum und Zarate ersetzen nach einer Stunde Kubo und Nuzzolo. Die Partie verliert an Unterhaltungswert. Torchancen sind in dieser Phase an einer Hand abzuzählen. Konaté in höchster Not gebremst. Auf der Sion-Bank steigt der Nervositätspegel und wir schauen noch einmal auf diese Szene. Kein Offside, gute Übersicht von Christoffi, noch besser aber die Abwehraktion von Bergen. Es bleiben nur noch 10 Minuten zu spielen. Die Gäste bauen kräftemäßig stark ab, das Heimteam legt etwas zu. Zarate. Steffen, unfassbar! Bessere Möglichkeiten kann man nun wirklich nicht serviert bekommen. Steffen steht beim Kopfball vielleicht sogar in einer Abseitsposition. Der Treffer aber hätte gezählt. Hätte. Ulle Forte reif für das Sanatorium. Die Sitterner haben jetzt den Betrieb total eingestellt. Die Young Boys läuten den Endspurt ein. Mit einem Freistoß. Und Milan Bilotic. Erster Saisontreffer für den Innenverteidiger. Lečaks liefert die Flanke auf Bilotic, das 2:1 in der 83. Minute. Bitter für Sion. Ibe wird für einen lange recht bescheidenen Auftritt fürstlich belohnt. Die Berner gewinnen gegen Sion 2:1. Ist die Krise damit vom Tisch? Kommt jetzt der Umschwung bei den Young Boys? Ulle Forte feiert einen wichtigen Minisieg. Ja, die Erleichterung ist immer da, wenn man gewinnt. Ich meine, es ist wichtig, dass wir heute den Sieg einfahren können. Wir haben nicht so brillant gespielt oder wir haben nicht so gut gespielt wie andere Spiele jetzt zum Beispiel. Aber das ist Fußball. Manchmal spielt man gut und verliert und manchmal spielt man nicht so gut und gewinnt. Die Erleichterung bei den Young Boys ist greifbar. Die Berner zeigen keine überzeugende Leistung, aber 3 Punkte sind 3 Punkte.